so many people talk about. Become the change that you wish to see in the world. But how to do that? How do we become the change that we wish to see in the world? Den haben wir auf Kamera, Mara. Die besten Fails vom Internet. Good morning, friends. Welcome. Yesterday I shared with you that space that I'm hosting here, Castoria, is taking place in German language. And I want to share as much as possible, so these videos, the next ones will be in German. Also, herzlich willkommen zu Tag 2. Heute werden wir erkunden, was bedeutet es eigentlich, ein Custodian zu sein? Warum heißt dieser Container so, wie er heißt? Was ist das eigentlich? Ja, und was bedeutet es, ein Leben von diesem Place of Custodianship zu leben? Lass uns das erkunden. Zusammenleben in einer Gemeinschaft funktionieren kann, also sprich auf allen Ebenen, einmal jetzt erstmal in dieser Gruppe, aber dann auch weiter eben größer gezogen, vielleicht auch eben auf größere Gemeinschaften. Ich finde, das hat schon sehr interessant angefangen, eben mit den Lösungen, wie wir eben gemeinsam gefunden haben, mit dem Flow, mit dem Aufräumen, Abspülen, Hausarbeit, mit hier in der 16:30 kochen und dann intuitiv bestimmen. Und am Ende ist sich bisher jetzt alles richtig gut aufgegangen. Die Küche ist auf jeden Fall sauber. Und das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Der friedliche Krieger, Peaceful Warrior. Und da kamen auch die Quintessenz von Sokrates. Es ist ein ständiger Wandel, Veränderung. Es ist paradox für den menschlichen Verstand. Aber wenn du es mit Humor nimmst, dann wird es alles viel leichter. Erdung ganz wichtig, also auch die physische Verbindung zur Erde. Die Welt zu verändern, geht es darum, aktiv dazu beizutragen, die Welt zu verändern und sich nicht eben als Kommune irgendwo abzuschatten, sondern eben die Werte und das wir nach außen tragen. Genau. Wir sind ja nicht zum Urlaub hier, sondern wir wollen stark machen für eine bessere Welt. Das ist wichtig. Aktivismus und Leichtigkeit nebeneinander. Ja, jetzt habe ich es extra dahin geklebt. Ja. Schöne Verköpfung. Oh, ich liebe, das ist mein Liebster. Oh, ich liebe es so sehr gerade. Das ist zufällig passiert. Oh, ich liebe es so. Also Balance haben wir schon. Emptiness. So many people talk about become the change that you wish to see in the world. Like this famous Gandhi quote. But how to do that? How do we become the change that we wish to see in the world? Like all the qualities that we collected. Oh, I'm just realizing I switched to English again. Automatismus. All die Qualitäten, die wir gerade gesammelt haben, die wir uns mehr in der Welt wünschen, unser riesiges Board, das wir gerade erstellt haben, Dinge, die wir mehr sehen wollen, und Community, über Frieden, über Ordnung, über sich gegenseitig zu nähren, Freiheit und so weiter und so fort, Liebe,
um all das mehr in die Welt zu bringen, dürfen wir die Verkörperung dessen werden. Und genau deswegen dive wir im nächsten Step in die vier Archetypen von Custodianship rein. Die vier Archetypen, die wir in uns vereinen dürfen, um in der Lage zu sein, diese Komplexität in die Welt zu bringen. So unterschiedliche Qualities gleichzeitig und nicht nur einzelne, nicht nur für Verbundenheit loszugehen, sondern gleichzeitig für Verbundenheit und für Struktur. Gleichzeitig für Liebe und für Wachstum. Für diese unterschiedlichen Qualitäten gleichzeitig loszugehen und sie alle in die Welt zu tragen, dafür dürfen wir in unserer Integration der verschiedenen Archetypen tiefer gehen. Mir war schon klar, dass ich auf jeden Fall wieder von mehr Feminine in wieder ein bisschen zu sehr masculine gedived bin und jetzt wieder ein bisschen mehr ausbalancieren darf. Ja, und das hat mir jetzt gerade sehr geholfen, das nochmal jetzt auf der Ebene zu behandeln. Ich finde es super schön, das auch in der Gruppe so zu machen. Richtig, richtig gut. Und wie schnell du einfach reflektiert hast, auch als so Romantik und dann zwei Minuten später sofort, ah nee, und das fand ich richtig cool. Also, dass du dann direkt, erst hast du gesagt, ja, es resoniert nicht so richtig und dann hast du gesagt, ja, ich möchte nochmal was sagen und dann... Ja, ich habe halt gemerkt, das war halt einfach nicht aus der... Ja, nicht aus... Also, es war nochmal ein bisschen, das war verteidigender Verstand, der da kurz gesprochen hat. Ja, drin hab war ich gemerkt, aber es war voll schnell, der Switch, so, also... Nicht mal eine Minute. Und da sehen wir halt ja schon, wie die verschiedenen Archetypen einander in Balance halten. Weil eben nur Genius-Energie ist halt complete overthinking und super anstrengend. Und gleichzeitig nur Mystic-Energy und bei allem so... Ist doch egal. ist auch nicht the way to go. Bestimmte Dinge sind wichtig, gut strukturiert zu werden. Und jetzt nicht wenig zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und das trifft auf alle zu. Das richtige Maß zu finden. Und dadurch die Ausbalancierung von den anderen. Die vier Archetypen sind ein Framework, was ich entwickelt habe. Klar, aufbauend auf ganz viel Archetypenarbeit, die vorher schon passiert ist. Aber in dieser individuellen Konstellation von der Romantic Energy, der Guardian Energy, der Genius Energy und der Mystic Energy, weil ich glaube, dass das vier essentielle Qualitäten sind, die wir in uns anschauen und verinnerlichen dürfen, um eben the change zu sein, den wir in der Welt sehen wollen. Die Romantic Energy gibt uns Meaning, sie gibt uns Bedeutung und Drive, weil wir in Kontakt sind mit der wunderschönen Welt, die uns umgibt. Und voller Liebe, voller Wertschätzung, voller Anerkennung, voller Dankbarkeit dafür sind, dass wir überhaupt am Leben sind. In der Welt des Romantics geht es um Intensität, um Gefühle, um Emotionen, Umarmungen, um gutes Essen, yes! Und das gibt uns die erste wichtige Zutat, Meaning. Und dann brauchen wir den Guardian Archetype. Und der Guardian Archetype ist dafür da, das zu beschützen, was für uns Meaning hat, die körperliche, die physische Power zu entwickeln, um in der Lage zu sein, zu protecten, what is sacred for us. Und da gibt uns die zweite Zutat, und zwar Safety, Sicherheit. Wenn wir einen starken inneren Guardian haben, dann fühlen wir uns sicher, dann fühlen wir uns safe, dann sind wir in der Lage, wenn es darauf ankommt, das zu beschützen, was für uns meaningful ist. Und dann kommt der Genius ins Spiel und der gibt uns die dritte Zutat. Und die dritte Zutat ist Order, Ordnung. Der Genius ist living in the mental realm. Der Genius lebt, thrived in Ideen, in Konzepten, in Innovationen, in Weiterentwicklung, in systemischem Denken, in Strukturen. Ja, dort ist auch Unternehmertum zu Hause. Dort ist Geld zu Hause. All die Dinge, die wichtig sind, um in unserer globalisierten Welt von 8 Milliarden Menschen, die nicht mehr nur aus kleinen Tribes besteht, wo wir vielleicht mit Romantic und Guardian Energy ausgekommen sind, ja, um ebenfalls dort zu thriven. Und da gibt uns die dritte Zutat, und das ist Ordnung, Struktur. Stewarding Gaia, das große Ganze in ein förderliches Miteinander zu bringen. Und dann kommt der vierte Archetyp, und das ist der Mystic.
And the mystic is living in the spiritual realm, surrender, Hingabe an die größere, an die größeren Mächte. Und er gibt uns die vierte Zutat, die wir brauchen, und das ist Trust, Vertrauen, weil wir wissen, alles ist perfekt. Alles ist eh schon perfekt, alles wird für immer perfekt sein und alles fällt an seinen Platz, alles ist schon an seinem Platz. Und es gibt eigentlich nichts zu tun und gleichzeitig gibt es so viel zu tun. Und das zeigt uns diese scheinbare Gegensätzlichkeit der verschiedenen Archetypen. Während der Guardian sagt, wir müssen kämpfen, wir müssen protecten, sagt der Mystic, es gibt nichts zu kämpfen, alles ist schon perfekt. Während der Romantic sagt, oh mein Gott, es geht nur um Liebe, es geht um Schönheit, sagt der Genius, nein, 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 nein. Verstandesenergie ist auch wichtig. Und in diese vier Archetypen gehen wir jetzt tiefer rein, weil sie für mich vier essentielle Zutaten darstellen, um die Verkörperung dessen zu sein, was wir uns in der Welt wünschen. Be the change that you wish to see in the world. Einfach nur einmal verbinden mit dem universellen Wissen und du weißt alles. Mhm. Du weißt die Antwort auf alles. Ja. Und der Genius da ewig mit seinen Maps und den Rechenschieber hin und her und 10 Stunden, 50 Stunden später. Ach, ich glaube, das wäre die Lösung. Aber man könnte ja auch noch. Und der Mystik, okay, ich setze mich hin. Ich verbinde mich, wenn ich verbunden bin. Das ist ja der Punkt. Also wie schnell kommst du in diese Mystik-Energie? Weil wenn du in den anderen Energien bist, brauchst du eher einen Moment, da reinzukommen. Aber wenn du wirklich drin bist, also ich zum Beispiel persönlich, wenn ich das schaffe, reinzukommen in die Energie, ich kann Futures von Leuten channeln und genau das passiert. Ja. Innerhalb von Sekunden. Und das ist ja die höhere Form der Effektivität. Und das ist für den Genius natürlich manchmal schwierig zu greifen oder sich auch darauf zu verlassen oder zu vertrauen. Aber da, finde ich, liegt die Magie. Und dann dürfen die anderen aber wieder kommen und umsetzen, in Anführungsstrichen, was der Mystiker ja nicht so kann. Oder auch Brücke bauen, ne? In die aktuelle Realität, wo die meisten Menschen nicht da angebunden sind. Weil die, also zum Beispiel, wenn ich Sachen channel, dann sind die wenig, du brauchst 15 Gramm Zucker und 2 Gramm blablabla, sondern das sind natürlich höhere Energien und höhere Begriffe, die natürlich auch schwierig zu definieren sind, manchmal, oder zu greifen. Aber zumindest die Richtung, oder die richtig ist ja auch in diesem Fall immer schwierig zu sagen, aber die Richtung vorzugeben, in welche es gehen darf. Und dann dürfen, glaube ich, die anderen das wieder definieren. Was bedeutet das in der Realität, auf diesem Boden? Und wie kann man es auch umsetzen? Aber das finde ich, also jetzt nochmal zurück zum Anfang, ist fast der effektivste Weg, wenn man das so nennen kann. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Ja. Ist spannend, dass die anderen drei Archetypen den Mystic eher so als auf dem Sofa liegenden Faulenzer wahrnehmen und aber da eigentlich wirkliche Effektivität entsteht. Richtig. Ja. 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 Und dass dafür Raum sein darf, das merke ich auch. Also ich kann, wenn ich hier konzentriert bin oder da, oder wenn ich irgendwas ausarbeiten soll oder abarbeiten oder so, da kann ich nicht in der Mystik-Energie sein. Und dafür darf es eben auch Raum geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Robert, ich glaube das gerade nicht. Ich habe vergessen, dass du auf dich selber zeigen kannst. Das ist gerade so ein Glücksfall, wie es gelaufen ist. Crazy. Ich hätte ja auch auf mich zeigen können einfach. Mhm. Ja, aber es hat ja eh geklappt, okay. Du musst nur das sehen können, ne? Jetzt gucken wir einfach Roberts YouTube-Video und wissen, was er ist. Ja, morgen aber erst. Die Hexe erwacht. Und dann sagst du zu der Hexe, ich zeige dir das Opfer. Und dann zeigst du auf die Person, die Werwölfe getötet haben, mit Daumen hoch oder runter antworten. Mhm. Und wenn du dann gefragt hast, möchtest du jemand anderen töten, und dann auch wieder Daumen hoch oder runter. Oder möchtest du jemand anderen töten? Und wenn das geschehen ist, kannst du die wieder schlafen lassen. Und dann erwächst du die Seherin. Werwolfspiel ist Integration von Romantic Energy, voll und ganz sich in dieses Spiel hineinfallen zu lassen, wie
wie Mara das sehr gut beherrscht. Und gleichzeitig auch Genius Energy zu kombinieren, wer könnte welche Rolle haben, wer verhält sich wie, Clues lesen und so weiter. Von daher, ich liebe es sehr. Ja, guter zweiter Custodia-Tag. Deep Dive in die vier Archetypen. Kraftvoll. Sehr, sehr kraftvoll. Gibt uns einen Kompass für unsere weiteren Schritte. In den nächsten Tagen werden wir unsere individuellen Quests festlegen. Unsere individuellen Missionen, Explorations, auf die wir gehen wollen. Und die werden auch viel mit unseren Four Archetypes zu tun haben, um in unserem eigenen Embodiment tiefer zu gehen und dadurch in der Lage zu sein, auf einem ganz anderen Level in dieser Welt zu wirken und zu serven, zu dienen, zu contributen. Von daher, wichtiger Schritt heute. Gute Gruppenenergie, sehr viel Engagement, sehr viel Self-Awareness, Bewusstsein auch, wo noch Integrationsarbeit zu machen ist, wo gerade, ja, so die Verkörperung noch nicht so da ist. Schön, guter Fluss, macht viel Freude. Morgen geht's weiter. Custodia Day 3. See you then.